Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich. Let's play. Let's play Prey. Ah! Das Bild kenne ich aber schon. Und soweit ich weiß, würde da eine Frau stehen, hätten wir uns dazu entschlossen, am Anfang des Spiels mit einem weiblichen Charakter zu spielen. Aber ich habe mich dazu entschlossen, mit einem. Also das ist mein Bruder, das ist wahrscheinlich mein Vater, der aussieht wie ein Weißer, nicht wie ein Asiate. Und das ist meine Mutter, die ebenfalls aussieht wie eine Weißer, nicht wie ein Asiate. Das ist merkwürdig. Oder Asiatin, besser gesagt. So, ich glaube, drin hatte ich jetzt alles, ne? Ja. Gehen wir mal weiter. Alex Yu. Keine passende Schlüsselkarte. Das ist natürlich auch genial. Jetzt sind wir. Ach so, die bekommen wir dann vielleicht, wenn wir da zu dem komischen Tresor oder was zwar gehen. Hm. Oh, Scheiße. Heißt, wir können das nicht. Das ist aber ein normales Phantom, wie es aussieht. Wir können es aber nicht scannen. Also wir haben alles schon gescannt. Sehr geil. Weil wir es halt aus dem Schleichangriff heraus machen konnten, haben wir direkt 150% Schaden gemacht. Und dadurch waren zwei Schüsse ausreichend. Und da wir ja nur sehr wenig Munition haben, jetzt nur noch 8 Stück, das ist natürlich sehr, sehr praktisch, dass wir das so gelöst haben. Ich frage mich, was aus diesen Blumenkästen hier eigentlich mal rauswachsen sollte. Vertriebsmappe. Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen um die Nebenwirkungen machen müssen. So wie ich das verstehe, ist das doch nur ein kleiner Pixel, oder? Es sieht furchteinflößend aus, aber wenn wir einige der attraktiven Vorteile von NMs per Werbung in den Vordergrund drücken könnte, würde sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit entsprechend verlagern. Diese Sache mit den roten Augen beunruhigt mich auch nicht sonderlich. Okay. Das hat man schon gelesen. Muss auch irgendwo noch dann so ein blöder Telepath rumlaufen, soweit ich weiß. Da ist doch gar keinen Bock drauf, aber naja. Von wem ist denn das eigentlich die Kabine? Stand glaube ich draußen nicht dran, oder? Ah, das ist eine Gastsuite, okay. Gut, hier haben wir alles. Hier kommen wir nicht rein. Ich will fast sagen zum Glück, weil das könnte eklig werden. Und da sind wir gekommen. Ja, die bleiben echt ewig bewusstlos. Das ist cool. Es ist anscheinend auch fürs Spiel komplett scheißegal, ob die bewusstlos sind oder tot sind. Also, das macht keinen Unterschied. Irgendwie. Keine Sorge, schade. Mit dem Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Wer ist denn dieser Will Mitchell? Nein, ich will das nicht tun. Ich will nicht. Oh nein, sag bloß, wir sind voll. Das kann doch gar nicht sein. Okay, wir haben jetzt 20 Anzug-Reparatur-Kits. Okay, wir konnten einen Platz schon wieder freimachen. Fitnesscenter, Umkleideraum. Hier kommen die Quartiere. Ich glaube, da gehe ich erstmal hier rüber. Besatzungsquartiere A. Mal gucken, ob da auch die dabei sind, die ich brauche. Fuck, wir brauchen echt für alles die Schlüsselkarte. Wir können nichts davon knacken. Das ist ja krass. Okay, dann wird das wahrscheinlich schneller gehen als gedacht. Und wem ist das? Hans Kelstrup. Oh, fuck. War das ein Phantom? Ich glaube. Scheiße. Scan abgeschlossen. Wollte eigentlich, genau.
Neue Info? Nein. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Dann machen wir es am besten, ich würde sagen. Oh Scheiße, davon haben wir auch nicht mehr viel. Fuck! Jetzt haben wir auch fast kein Psy-Hypno mehr. Wir brauchen verdammt nochmal Munition. Ist denn das so schwer? 9mm Munition haben wir ein bisschen gefunden. Nice. 3 Schuss noch. Oh. Und dann müssen wir dann echt Klugkanone nehmen und mit der Rohrzange drauf einhacken, weil anders. Ja, ne? Keine Mimics, gut. Können wir die Exponate kaputt machen? Ja, ach du Scheiße. Das hätte ich nicht gedacht. Fuck. Das war vielleicht nicht so schlau von mir. Egal. Also, wir finden noch. Ah, Fabrikatorplan, okay. Na, diesmal mache ich die Sache nicht kaputt, nicht, dass er noch auf dem Bett ausläuft. Das ist ein bisschen eklig. Dosenbirnen, sehr geehrter Dr. Kelstrup, leider wird es bis zur Ankunft des nächsten Transportshuttles keine Dosenbirnen mehr geben. Elliot wird sie wie immer als EDS vermerken. Danke für Ihre Geduld. Ernst. Hans Kelstrup, LXU. Ach, das Ding geht mir komplett auf den Sack. Kann ich das wegschmeißen? Ja. So. Ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Es dürfte dieses Mal schwieriger werden, die Schritte zurückzuverfolgen. Offenbar haben Müllers Leute die Daten nicht ordentlich aufgezeichnet. Der ganze Fortschritt, den wir seit der letzten abteilungsweiten Deinstallation gemacht haben, könnte also umsonst gewesen sein. Wir müssen unsere Erwartungen zurückschrauben. Wir erleiden jedes Mal einen erheblichen Rückschlag, wenn wir der ganzen Abteilung das Gedächtnis löschen. Und ich habe langsam Zweifel, ob diese Praxis die Ergebnisse wirklich rechtfertigt. Wir sollten noch einmal das gestaffelte System in Betracht ziehen. Über das wir letztes Jahr gesprochen haben. Was jetzt? Löschen die von allen schon die Gedächtnisse? Also wird er immer verrückter hier. Setzen Sie einen Termin fest. Was war's, glaube ich, hier drin? Wie kommt man jetzt hier rein? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Schrott hier zu entfernen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wie soll man denn sonst da reinkommen? Kann ja sein, dass sie gar nicht wollen, dass man da reinkommt, aber trotzdem ist es merkwürdig. Was ist das? Wieso ist das offen? Okay, sehr merkwürdig. Orchestrated Objective Reduction. Hm? Der neurale Horizont 1. Es tut nicht weh, überhaupt nicht. Brandy Grace spricht mit fröhlicher, enthusiastischer Stimme. Ihr Lächeln und ihre Augen strahlen. Es gibt keinen Hinweis auf die Paraplexie, die ihren Nervenenden zerstört. Die olympischen Medaillen liegen als stille Zuschauer in ihrer Vitrine, in ihren Vitrinen. Die Liebe zum Eislaufen war noch vorhanden, doch meine Fähigkeit schienen wie in meinem Kopf gefangen. Die Mods, sie korrigiert sich, die Neuromods ermöglichten mir diese Fähigkeit mit anderen zu teilen. Das war wirklich ein Geschenk. Psychoschock-Schild verleiht Resistenz gegen Psychoschock. Das klingt doch schon interessanter, aber wie gesagt, wir brauchen leider unsere 8. Ach, wir haben nur 6, hä? Wie, wir haben nur 6? Wir hatten doch zwischenzeitlich schon mehr gefunden und waren auf 8. What? Ich war mir... Hä? Wir haben jetzt welche gefunden und sind jetzt gerade mal auf 6? Ich bin mir relativ sicher... Bin ich mal gestorben und habe dann nach dem Sterben vergessen, die Neuromods einzusammeln? Also anders kann ich mir gerade nicht erklären. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben jetzt Neuromods eingesammelt und da bin ich auf 6 gekommen. Ich war mir sicher, dass wir schon vorher auf 8 waren. Krass. Verstehe ich nicht. Okay, sieht einfach aus. Und ist es auch. Errungenschaft freigeschaltet, Operator.
Psi-Hypro-Fabrikator. Habe ich doch schon. Ach, wir tragen es trotzdem, aber habe ich schon. Gerade eben gefunden, war es nicht sogar hier? Sehr geehrte Frau Goodwin, bezugnehmend auf meine bisherigen Anfragen möchte ich mich noch einmal erkundigen, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Findet er noch statt? Und falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu haben. Das hatten wir doch schon. Ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Deshalb einfach, der Besuch ist eng. Hahaha, ja, das hatten wir schon. Ach, nichts Neues. Tiere sind wirklich relativ klein, also trotzdem insgesamt doch recht komfortabel aussehend, aber nein. Oh fuck, sind wir schon wieder voll. Scheiße. Oh, wir müssen eigentlich zum Recycler zurück. Wir werden jetzt noch so viele Sachen finden. Ich will das nicht alles verschwenden, da habe ich keinen Bock drauf. So weit weg ist er ja auch nicht. Bumm! So, und dann... Oh, wir haben drei Rohrzangen gehabt, okay. Ich überlege gerade, ob ich Anzug-Reparatur-Kit, ob ich da auch einfach 10 wegnehme. Das Problem ist halt, die geben halt nur in Anführungsstrichen Schrott, also was ich überhaupt nicht brauche. Aber wenn ich jetzt noch welche finde, dann macht es ja einen neuen Slot auf. Dann werden's halt, nimmst halt drei Plätze weg, deswegen... Was, alle 10? Dann müsste ich es teilen. Ich teile es mal auf... Ja, genau, auf 5. Gut. Hä? 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 Erhöhen, verkleinern. Erhöhen und verkleinern klappt schon mal nicht. Kombinieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich, wie ich es gesagt habe, die Steuerung ist teilweise so bescheuert, das ist unglaublich. Also wirklich unglaublich. Man geht ja davon aus, wenn man das jetzt hier teilt, dass man die 5 dann einfach mit der Maus irgendwo hinziehen kann. Nee, man kann das nur machen, indem man jetzt nochmal, also vergrößern, erhöhen und verkleinern geht nicht. Ich drücke W und S, passiert gar nichts, davon mal abgesehen. Jetzt wenn man auf Enter drücken, dann kann man immer noch nicht das einfach mit der Maus irgendwo hinziehen. Ach doch, jetzt geht's. Oh mein Gott. Oh, ich habe nichts gesagt, aber ist auch egal, spielt keine Rolle, es ist trotzdem sehr merkwürdig. Scheißegal. Eieiei, haben wir noch irgendwas, wo wir mehrere gleiche Sachen nebeneinander haben? Nee. Boah, 7. Also langsam wäre es echt geil, wenn wir mal Munition herstellen könnten, weil wir jetzt richtig viel herstellen könnten. Wir haben jetzt einfach so geil viel Material von dem, was wir brauchen. Aber ja, wir können es uns leider nicht so aussuchen. Wir müssen erst zum Koch ins Quartier und dann können wir wahrscheinlich in die Küche und da können wir dann Sachen herstellen. Alkohol hat sie irgendwie fast alle. Was zur Hölle haben Sie mit dem Ding angestellt, Mitchell? Klingt wie eine Werbung für Auntie Waffles. Tja, eigentlich war das keine Überbrückung an sich. Es war nur der Unterhaltungssequenzer des Operators. Sie klingen sonst immer so trostlos. Sie wissen, wie viele Sicherheitsprotokolle Sie gebrochen. Die Sternenbeuger-Zyklus Band 4, ein Schlag ins Gesicht. Travers Arden ließ das Glas der Luftschleusetür beschlagen. Der königliche Astronom und... Mercy, die ihr altbekanntes Grinsen aufgesetzt hatte, verschwammen auf der anderen Seite. Atmen Sie flacher, Pulsar, drohte der Astronom. Denn diese Atemzüge sind Ihre letzten. Mit dem Prisma steht die Dunkelstern-Anomalie jetzt unter meiner Kontrolle und die gesamte Galaxie wird... Der Astronom konnte den Satz nicht beenden, da sein Kopf nach einem Schuss aus Mercys Phasenpistole explodierte. Bei der letzten Mutter hörte man nur noch das stumpfe Klappern seiner Zähne an der anderen Seite der Luftschleusentür. Der weiße Nebel seines Atems vermischte sich mit dem Rot des Blutes an der Schleuse und tauchte Trevor in ein rosafarbenes Licht. Ist nichts Persönliches, Trevor, sagte Mercy. Dieses Ding wird bestimmt einen guten Preis auf dem traxianischen Schwarzmarkt erzielen. Mit diesen Worten drückte sie die Luftschleusentaste und ließ Trevor in das kalte Schwarze des Eis stürzen.
Wäre geil, wenn man. Morgen. Wäre geil, wenn man diese Geschichte mal chronologisch von 1 nach irgendwas lesen könnte und nicht von hinten anfängt. Meinte, es sei schon in Ordnung. Hat mir sogar geholfen. Ich bin Operator Skelet, Miss Schon. Okay, das war schwer. Das ist eine vertrauliche Unterhaltung, Skelet. Entschuldigung, ich verschwinde dann mal. Finde Stimmproben, 90% Fortschritt. Neuer Kult, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr, weil da schon waren und geknackt haben. Essensanfrage für Alex. Will, tut mir leid, dass ich mich in ihrer Freizeit an sie wende. Aber Alex hat in der 4-Uhr-Schicht gearbeitet und am Anfang eine Essensanfrage abgegeben. Er meinte, sie wüssten, was er mag. Könnten sie sein Essen zur Vorstandsetage bringen? Der Code für den Grafflift ist 7908. Ach nee, den hatten wir sowieso schon, den Code, oder? Hallo Morgen, Sie kommen jetzt wohl zu anderen Zeiten in die Kantine oder essen Sie mittlerweile in Ihrem Quartier? Ich wollte Ihnen nochmal für die Ausdrucksverbesserung danken. Sie dürften Skelet jetzt wesentlich besser hören. Ich glaube, Daniel gefiel es nicht, also gibt das hoffentlich keine Probleme zwischen Ihnen. Kommen Sie mal wieder vorbei, wenn Sie Pause machen. Ich habe immer noch Ihre Lieblingssnacks auf Lager. Kein Problem, machen Sie sich keine Sorgen wegen Daniel. War sonst nichts, ne? Genau. Ne, das hatten wir schon. Ich würde jetzt noch hier reingehen und erstmal zurück zum Koch gehen, damit wir halt uns Munition bauen können. Oh ne, ist ja etwa wieder so ein scheiß Poltergeist. Fuck. Wir haben schon wirklich viel Energie. Jetzt haben wir noch 4 Schuss aus unserer Pistole. Nice. Aber wir können ja gleich Munition bauen, wie es aussieht. Ist ja noch mehr interessantes Zeug, außer... Duckbier. Wollte aber jemand heimlich saufen auf dem Klo, wie früher in der Schule. Okay, habe ich nie gemacht, aber andere sollen das gemacht haben. Leere Konservendose. Ich glaube, ich habe nie was heimlich auf dem Klo gemacht. Nö. Weder geraucht, noch irgendwelche anderen Drogen konsumiert, noch... Ja, eigentlich nichts halt. Nichts Schlimmes. Hab nur getan, für was das Klo gemacht ist. Wobei, ich war in der Schule nicht oft auf dem Klo. Ich glaube, ich... habe immer versucht, lieber zu Hause aufs Klo zu gehen. Jetzt aber zurück zum Koch. Und neue Munition bauen. Sind Sie noch am Leben? Hä? Was, wenn MU zurückkommt? Gefunden? Sind Sie wieder da? Kommen Sie zum Fenster, zeigen Sie es mir. Sie haben was gefunden? Ich muss Sie reinlassen, wie versprochen. Außenrum, der Nebeneingang. Warten Sie! Moment! Danke! Sie sind jetzt sicher. Die Bestien können nicht hinein. Aber sehen Sie mal, wir haben Essen, aber kein Wasser. Dieser Druckregulator, er ist... 4x Eisel, 2 Pacific Sliders, 3... Kaputt. Steht denn bei der Eisütze? Eine Packung tiefgefrorener Unagi-Rollen von... Ach, das sind... Ja, okay. Feinsten Sis-Kack-Aal. Ist das Eisütze? Wo ist denn die Eisütze? Unagi-Rollen sind doch keine Eisütze, oder? Captain Sprays Fischstäbchen. Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich bin blind.
Hier, eine Dosis ist gar alt. System abgeschaltet bis Reparatur. Sie können ein Ersatzteil im Gewächshaus finden, glaube ich. Mit Wasser können wir auf Rettung warten. Aber ohne Wasser. Wenn Sie das tun, lasse ich Sie in den Kühlraum. Da verstecke ich die Puppen, die die Bestie geschickt hat. Vielleicht haben die nützliche Sachen für Sie. Das einzige andere Mitglied mit besonderen Ernährungsanforderungen ist Quinn Purple. Chef Mitchell hat mich gebeten, mich vergeblich im Essen für ihn zu bereiten. Obwohl er mir noch nicht gesagt hat, dass ich auch... Repariert? Nicht schlecht. Hier, ich öffne den Kühlraum wie versprochen. Viele tote Puppen und Vorräte. Suche im Kühlraum nach Vorräten. Vielleicht haben die nützliche Sachen für Sie. Oder vielleicht gibt es einen anderen Weg nach draußen. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Das ist immer das Gleiche, verdammt. Du bist ruhig, Skelett. Keine Eier hinter ihren Augen. Da schwimmt nichts Schwarzes. Andere kommen. Sie versuchen sich wie Menschen zu verhalten, damit ich die Tür öffne. Ach, gleich ist es soweit. Gleich können wir wieder Munition herstellen. Oh ja. Gehen Sie rein. Nehmen Sie, was Sie wollen. Lassen Sie mir nur die Puppen. Wenn die Puppen nicht reinkommen. Dreckstammel. Sind Sie wach, Amu? Eingefroren vielleicht? Ich nehme das Spielzeug von der Puppe. Ich sehe alle Namen auf meiner Liste. Ihren auch. Von jetzt an hören Sie zu. Ich weiß, wer Sie sind. Alter, ich find's richtig geil, was der macht. Ohne Scheiß, das war cool gemacht. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass der mich jetzt verarscht und ich jetzt nicht mal das Zeug herstellen konnte. Oh, ich habe keine Ahnung, wo das gespeichert ist. Scheißegal, ich muss trotzdem nochmal laden, weil... Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Oh, ey, das ist so geil, ne? An der besten Storystelle muss ich neu laden, weil ich einfach neue Munition brauche und es komplett verkackt habe. Bin ich doof, ey. Gut, haben wir Glück gehabt, dass es hier ist. Also liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, ich Trottel, ey. Ich elender Trottel. Warum habe ich das nicht einfach gemacht? Aber ich dachte, erstmal das ganze Zeug holen und dann bauen. Naja, beim nächsten Mal. Tschüss.